Ja, herzlich willkommen zu einer kunsthistorischen Vorlesung in zwei Teilen. Es geht hier um die Ikonografie und die Ikonologie. Das sind die beiden miteinander eng verwandten Methoden der Kunstgeschichte, die man für gewöhnlich auch außerhalb der Kunstgeschichte kennt, neben der Stilgeschichte. Das ist Dominik Brabant. Ich bin wissenschaftlicher Assistent an der KU Eichstätt-Ingolstadt, dort am kunsthistorischen Lehrstuhl für Kunstgeschichte. Und was ich Ihnen heute zeige, ist Teil einer einjährigen, also zweisemestrigen Einführungsveranstaltung, die bei uns heißt Einführung in die Kunstgeschichte, Grundkurs 1, Wintersemester, Grundkurs 2, Sommersemester. Da geht es um Epochen, aber auch um die Konstruktion von Epochen. Da geht es aber auch um Methoden. Und wenn wir Methoden einführen, dann machen wir das, weil wir KunsthistorikerInnen sind, nicht primär, indem wir einfach den Studierenden erklären, wie man interpretiert, wie das geht. Das machen wir schon auch, sondern uns liegt sehr viel daran und ist ganz wichtig, dass wir auch in die Geschichte der jeweiligen Methoden einführen, also deutlich machen, wo kommt diese Methode her, wie ist sie entstanden, wer sind die Protagonisten dieser Methode, in welchen Grabenkämpfen mit anderen Kollegen standen sie. Und darum soll es hier nun unter anderem auch gehen. Ich möchte also in diese Methode der Kunstgeschichte einführen, indem ich in zwei Teilen vor allem zwei sehr wichtige, sehr bekannte Kunsthistoriker und deren jeweiliges Denken Ihnen vorstellen. Da werden wir auf Texte blicken, da werden wir auf Gemälde, andere Werke blicken, Stiche etc., die diese Kunsthistoriker interessiert haben und an deren Interpretation sie sich herangewagt haben. Bevor wir da aber in medias res gehen, zeige ich Ihnen zunächst zwei Porträtfotografien der Kunsthistoriker. Sie sehen, das sind keine ganz neuen Fotografien. Beide sind schon länger verstorben. Oben sehen Sie Erwin Panofsky, der auch außerhalb der Kunstgeschichte wahrscheinlich neben Ernst Gombrich bekannteste Kunsthistoriker, den man wie kaum einen zweiten mit der Methode der Ikonografie und Ikonologie verbindet. Panofsky war jüdisch und musste emigrieren in der Zeitalter des, ja, in der Zeit des Naziregimes. Er ist nach Princeton gegangen und hat dort seine bis dato auch sehr erfolgreiche Karriere fortgeführt. Nun aber im US-amerikanischen Raum und dort eine enorme Breitenwirkung entfaltet, sodass er ja auch viele Generationen von Kunsthistorikerinnen, die sich der Ikonografie verschrieben haben, hervorgebracht hat. Unten sehen Sie, also unten rechts sehen Sie nicht Erwin Panofsky, sondern Avi Warburg, etwas älter. Warburg ist in den 20er Jahren verstorben. Und dieser Kunsthistoriker wird dann im zweiten Teil, im zweiten Video im Zentrum stehen. Ich zeige Ihnen diese Bilder aber nicht nur, damit Sie einen Einblick und eine erste Vorstellung davon bekommen, wie diese Kunsthistoriker ausgesehen haben, sondern auch, um Ihnen ein wenig das Selbstverständnis Ihres Berufs, Ihrer Passion der Kunstgeschichte vor Augen zu führen. Das sind ja keine Schnappschüsse, die mal ebenso entstanden sind, wobei ich den genauen Kontext der Entstehung dieser Fotografien nun nicht kenne. Aber das Wichtige ist, man darf davon ausgehen, dass solche Fotografien gestellt sind, zumindest bewusst bis zu einem gewissen Grad auch inszeniert worden sind. Wir in der Kunstgeschichte sprechen da gerne, das ist ein Begriff, den wir uns von den Anglisten geborgt haben, genauer vom New Historicism und Stephen Greenblatt. Wir Kunsthistoriker sprechen, wenn wir solche Fotografien analysieren, die ja auch zu unserem Bereich gehören, gerne vom Self-Fashioning, also der Selbstinszenierung, der Selbststilisierung. Und
worauf ich hinaus möchte, beide Kunsthistoriker präsentieren sich hier offensichtlich als, als den Büchern sehr zugeneigte Geisteswissenschaftler im klassischen Sinn. Beide, interessanterweise, sind nicht in die Analyse eines Kunstwerks hier vertieft, sondern in die Analyse einmal eines alten Folianten und einmal, das kann man ein bisschen schwerer erkennen, bei Warburg. Jedenfalls, sie sind im Bücherstudium, ins Bücherstudium vertieft und werden so gezeigt. Das per se wäre noch nicht unbedingt signifikant, aber es wird dann interessant, wenn man es wiederum vergleicht, diese Darstellung mit einem der Vorgänger, hier gezeigten Kunsthistoriker, nämlich Heinrich Wölflin, den Sie hier oben rechts sehen. Ich habe Ihnen jetzt hier auch noch die Jahreszahlen, also Geburts- und Todesjahr, mit eingeblendet. Da können Sie sehen, der Älteste war Wölflin, der für die Stilgeschichte, die Stilanalyse und allgemein gesprochen den Formalismus steht. Warburg ist nur wenig älter als Wölflin, ist aber früher verstorben, Ende der 20er Jahre. Panofsky war in dieser Reihe der Jüngste, 1892 geboren, 68 gestorben. Und wie Sie sehen können, ist es ja doch recht auffällig, dass Wölflin hier in die Analyse oder zumindest erstmal die Betrachtung eines Kunstwerks, ich glaube, es ist, wenn ich es richtig sehe, Bellini, vertieft, wird er hier gezeigt. Und da zeigt sich doch ein wesentlicher Unterschied, der auch methodisch relevant ist. Wölflin als Stilanalytiker verlässt sich stärker auf den Augeneindruck, könnte man sagen, blendet auch ein Stück weit die Analyse von Quellen, von Texten aus, um zu einer sehr reinen formalistischen Betrachtung von Kunstwerken zu kommen. Ich erinnere nur an seine berühmten Grundbegriffe, mit denen er Werke analysiert hat, linear gegen malerisch, Fläche gegen Tiefe etc. Und das immer wieder auf den Gegensatz von Renaissance und Barock gemünzt. Dagegen ist Ikonographie und Ikonologie, für die also Panofsky und Warburg stehen, eine kunsthistorische Analyse, die sehr stark Texte mit einbezieht und somit Bilder um kulturelle Kontexte, Bücherwissen, könnte man vereinfacht sagen, Bücherwissen oder auch ja, motivgeschichtliche Aspekte bereichern möchte. Der Ikonographie und Ikonologie, wo der Unterschied liegt, werden wir noch im Einzelnen besprechen. Der Ikonographie und Ikonologie geht es also darum, Bilder, visuelle Erzeugnisse, und zu Bildern könnte man hier auch Skulptur und Plastik zählen und im weitesten Sinn auch Architektur. Und dieser Richtung der Kunstgeschichte geht es darum, die ja, kulturellen, literarischen Kontexte freizulegen, die zur Hervorbringung dieser Werke geführt hat. Da vertiefen sich Ikonographen und Ikonologen also in Schriften wie, das wäre jetzt das Klassischste, die Bibel beispielsweise, Altes und Neues Testament, aus der ja sehr viele Motive aus der Kunst stammen. Sie vertiefen sich aber auch, das wäre noch ein sehr klassisches Beispiel, in antike Mythologie, wie sie beispielsweise durch Ovids Metamorphosen überliefert worden sind, aber auch beispielsweise in römische Geschichte, wie sie Renaissance-Barock-Künstlern bekannt war und durch unterschiedliche Bücher ihnen vermittelt worden ist. Warburg, den Sie hier unten sehen, steht aber auch noch, und das kommt dann im nächsten Video erst dran, Warburg steht aber auch für eine Kunstgeschichte, so hat er es selber formuliert, jenseits von grenzpolizeilicher Befangenheit. Der Ältere also, Warburg, Hamburger durch und durch, aber mit engster Bindung an Florenz und die Florentiner Wissenschaftsszene der Zeit. Warburg
ist ein Kunsthistoriker, der in den letzten Jahren unglaublich viel erforscht worden ist, zu dem unglaublich viel publiziert worden ist, der auch, wenn man sozusagen die Modetrends der Kunstgeschichte und der Bildwissenschaften sich anschaut, deutlich Panofsky überholt hat, wenn man Forschungsprojekte zu ihm etc. sich anguckt. Und das hat auch damit zu tun, dass Warburg, jetzt komme ich zu dieser Fotografie, für eine Kunstgeschichte steht, die sich anderen Ethnien, anderen Kulturkreisen außerhalb des europäischen, ethno-eurozentrischen Kreises geöffnet hat, der eine im Grunde bildanthropologische, sehr ja, grenzsprengende Kunstgeschichte in jeder Hinsicht, wir kommen noch darauf, begründen wollte. Man sieht ihn hier während einer Reise zu den Hopi-Indianern, wo er, und daraus ist ein berühmter Vortrag entstanden, der dann auch später publiziert worden ist, wo er das sogenannte Schlangenritual dieser Hopi-Indianer studiert hat, und daraus auch eine Theorie des allgemein menschlichen, des anthropologischen Bilderschaffens entwickelt hat. Eine Theorie, bei der Dimensionen eine Rolle spielen, die Panofsky aufgrund seiner sehr rationalen Veranlagung gar nicht berührt hat und vielleicht auch nicht berühren wollte. Beispielsweise die Frage, wie hängt Aberglaube mit Bildpraktik und mit Bildpraktiken zusammen? Das wäre der Aufbau. Es gibt zunächst eine Einführung, in der ich an einigen wenigen Beispielen sehr kursorisch darlegen möchte oder in die Frage einführen möchte, warum man überhaupt Ikonografie und Ikonologie braucht, in welchen Bereichen das von Bedeutung ist. Der zweite Teil, der auch zu diesem Video gehört, betrifft dann Erwin Panofskys Methode, die ikonografisch-ikonologische Methode, die sich mit Schlagworten wie dem Disguised Symbolism, dem versteckten Symbolismus der vor allem altniederländischen Malerei, aber nicht nur, besonders schlagfähig durchgesetzt hat. Es wird aber auch das berühmte Interpretationsschema von Panofsky im Zentrum stehen, das, wie ich mal vermuten würde, in keinem Einführungskurs der bundesdeutschen, aber nicht nur deutschen Kunstgeschichte fehlen darf. Wir werden aber auch, und das machen vielleicht nicht alle KunsthistorikerInnen, einige kritische Einwände von späteren Generationen uns anschauen, die Panofskys Interpretationsschema eben auch aus unterschiedlichen Gründen kritisiert haben. Und dann im nächsten Video, da werde ich jetzt nicht im Einzelnen drüber sprechen, geht es um Aby Warburgs ikonografisch-ikonologische Methode. Eine Methode, die in zeitlicher Hinsicht vorausliegt, Panofskys Methode. Und das mache ich durchaus mit Grund. Das ist zwar jetzt anachronistisch oder gegen die Chronologie, aber die Bekanntheit, ich habe es vorhin angedeutet, von Warburg ist erst in den letzten Jahrzehnten stark angestiegen, sodass man sagen kann, innerhalb der Kunstgeschichte galt lange Panofsky als der Heros schlechthin, was Ikonografie und Ikonologie betrifft. Warburg wurde zwar in den 70er Jahren teilweise schon rezipiert, aber es dauerte doch relativ lange, erst ab den 90er Jahren und dann vor allem ab den 2000er Jahren mit der Entstehung einem Interesse an bildwissenschaftlichen Ansätzen. Stichwort wäre der Visual Turn, der Pictorial Turn, der Iconic Turn. Erst ab dieser Zeit ist Warburg in der Kunstgeschichte wiederentdeckt worden auf breitester Ebene. Es gab eine Warburg-Renaissance. Das ist also sozusagen, warum es gerechtfertigt ist, Warburg nach Panofsky zu behandeln. Es gibt aber zwei weitere Gründe. Panofsky eignet sich für den Einstieg, weil sein Denken, das habe ich vorhin kurz angedeutet, unglaublich rational ist, wohingegen auch didaktisch könnte man sagen, sich sehr eignet, um erst einmal sozusagen in
interpretative Fragen eingeführt zu werden. Warburg ist durchaus komplizierter, sein Denken ist unglaublich komplex, auch vielleicht nicht im ersten Moment, wenn man mit sich noch nie beschäftigt hat, völlig evident. Sie sehen schon, es gibt hier sehr eigenwillige Begriffe bei Warburg, mit denen er hantierte, die er entwickelt hat, die das bewegte Beiwerk, das ihn zu Beginn seiner Karriere interessiert hat, die berühmte Pathos-Formel, die Vorstellung, dass Bilder wandern, der eigenwillige Mnemosyne-Atlas und so weiter. Das heißt, es ist sinnvoll, erst Panofsky zu behandeln und dann zu Warburg weiterzugehen. Ja, zunächst einige Beispiele, wann überhaupt ikonografische Kenntnisse vonnöten sind, wo sie angebracht werden. Das werde ich relativ kurz machen, nur um sozusagen eine grundlegende Abgrenzung vorzuführen. Ich mache das mit Beispielen aus der Malerei. Sie sehen hier zunächst von Giotto, einem Künstler, der um 1300 tätig war in Italien, die Darbringung im Tempel, ein Fresko aus der Arena-Kapelle in Padua. Das ist ein Werk, mit dem gerne die Vorstellung verbunden wird, dass hier lange vor der eigentlichen Renaissance, die ja erst Anfang des 15. Jahrhunderts einsetzt, es um 1300 zu einer Proto-Renaissance gekommen sei. Hier, um ein solches Bildwerk zu analysieren, wenn man sich vorstellt, man stünde davor und weiß noch gar nichts darüber, dann ist es sinnvoll, sozusagen ikonografische Kenntnisse zu haben oder sich anzueignen, denn man versteht ein solches Motiv erst, wenn man ein wenig Bibelkenntnis hat. In dem Fall könnte man im Lukas-Evangelium nachsehen. Dort findet man die Geschichte, in der es um die Erfüllung der Prophezeiung geht. Jetzt muss ich ein bisschen an den Rand. Simeon werde erst sterben, wenn er den Messias gesehen habe. Und in diesem Kontext steht die Darbringung im Tempel. Ich gehe jetzt nicht genauer darauf ein. Mir geht es hier nur auf einer sehr basalen Ebene darum, deutlich zu machen, dass es religiöse Ikonografie hier braucht man, um solche Motive lesen zu können. Ikonografische Kenntnisse, die man sich beispielsweise durch die Bibellektüre aneignen kann. Aber natürlich muss man sich auch die Frage stellen, woher hatte der Künstler dieses Wissen? Ist das unmittelbar durch die Bibel angeeignet worden? Ist das tradiert worden durch andere Kunstwerke? Das ist jeweils im Einzelfall zu entscheiden. Wichtig ist in dem Zusammenhang auch, sich klarzumachen, nicht nur die Bibel war ein Referenzwerk für die Künstler, vielleicht sogar streckenweise für die Imagination der Künstler der frühen Neuzeit, waren beispielsweise Heiligenviten, wie die Legende Aurea, in der eben das Leben der Heiligen sehr bildreich, auch etwas volkstümlicher geschildert worden ist. Und das war eine reiche Quelle für die Motive, die die Künstler ersonnen und untereinander tradiert haben. Ein Beispiel aus einem ganz anderen Kontext, einer ganz anderen Zeit, einem anderen Land, nämlich Karl Spitzweg. Wir sind jetzt also im 19. Jahrhundert in Deutschland, Mitte des 19. Jahrhunderts. Was ich Ihnen hier zeige, ist kein Historiengemälde. Historienmalerei ist eben religiöse Malerei, mythologische Malerei, Malerei mit historischen Ereignissen, mit fest bekannten Figuren und Persönlichkeiten, sondern hier haben wir im weitesten Sinne die Darstellung von alltäglichen Szenen. Genremalerei sind Alltagsszenen mit in der Regel anonymen, aber stark typisierten Figuren. Darin war Spitzweg ein Meister. Und das ist nun eine Malerei, bei der die Ikonografie nur über Umwege eine Rolle für die Interpretation spielt. Hier lohnt es zunächst einmal nicht, die Bibel oder Ovids Metamorphosen zu konsultieren. Aber wenn man ein bisschen sich die Tradition der Genremalerei ansieht, dann sieht man, dass auch hier
es ikonografisch und motivische Tradierungen gibt, also etwa die Konstellation Mann, Frau, erotische Frau, älterer Herr und die amorösen Bande, die da entstehen. Das ist sozusagen über ganz unterschiedliche Motivkomplexe miteinander vermittelt. Ich zeige Ihnen hier noch zwei Genreszenen aus dem holländischen 17. Jahrhundert. Rechts oben Jan Steen, der eine Künstler und Modell beziehungsweise Künstler und Schülerinnen-Szene uns präsentiert und links eine galante Szene des Malers Gerard ter Borch. Sie sehen also, dass hier es interpiktorale Beziehungen gibt, dass die Bilder also miteinander in Dialog sind. Aber um jetzt nur auf ein Detail hinzuweisen, ikonografische Kenntnisse können helfen, wenn man hier beispielsweise dieses Stundenglas sieht, diese Sanduhr, was ein bekanntes Motiv der Vanitas ist, dann kann man in eine Interpretation einsteigen, in der beispielsweise hier das Tun im Horizont von Vanitas-Vorstellungen gezeigt wird. Noch prominenter hier dieser Putto, der als Amor die amoröse Stimmung dieser Szenerie dem Betrachter vor Augen führt. Also auch hier können ikonografische Kenntnisse hilfreich sein, um das Werk zu interpretieren. Etwas schwieriger oder sehr viel schwieriger wird es, wenn man mit klassisch-ikonografischen Kompetenzen sich dem 20. Jahrhundert beispielsweise in der surrealistischen Malerei nähern möchte. Sie sehen hier von de Chirico das Liebeslied. Da haben Sie nun eine Reihe von Elementen, die im ersten Moment scheinbar nach einer Entschlüsselung, nach ikonografischer Deutung zu verlangen scheinen. Dieser etwas kontextlose Ball beziehungsweise diese grüne Kugel, die Büste beziehungsweise der am Hals abgetrennte Kopf, also von einer Skulptur und schließlich der viel zu große Handschuh, die in der typisch für de Chirico in dieser eigenwilligen interpretatorischen, eigenwilligen architektonischen Szenario gezeigt werden. Nun könnte man sagen, ja, vielleicht, wenn man hier und da nachliest, kann man entschlüsseln, was bedeutet dieser Handschuh. Aber wenn man sich ein bisschen mit dem Surrealismus beschäftigt, dann sieht man sehr schnell, dass hier ganz bewusst verrätselte, traumartige Szenarien gemalt worden sind, bei denen es gar nicht darum ging, primär dem Betrachter ein Rätsel vor Augen zu führen, das er zu lösen hat, sondern eher die höchst idiosynkratischen Wege der Träume und ihrer, ja, ihrer Bildgenerierungsmaschinerie dem Betrachter vor Augen zu führen. Also hier war sicherlich Freud eine wichtige Referenz für die Generation der surrealistischen Maler. To make a long story short, die klassische Ikonografie hilft bei surrealistischer Malerei, ganz zu schweigen von abstrakter Malerei, nur sehr bedingt, um hier interpretatorisch voranzukommen. Es gibt innerhalb der kunsthistorischen Literatur zahlreiche Bücher, Lexika, die einen helfen können, in diese Wissenschaft, in dieses sehr große Gebiet der Ikonografie hineinzukommen. Ich zeige Ihnen hier ein paar. Das fängt an mit sehr allgemeinen Büchern, wie beispielsweise von Sabine Pöschel, das Handbuch der Ikonografie, in der man sozusagen in einem sehr breiten, in einer sehr breiten Weise über Motive, die Entstehung von Motiven, die Entstehung von Symbolen etc. aufgeklärt wird.
Hier haben Sie auch ein Lexikon der Symbole und Attribute in der Kunst, aber es gibt auch Spezialpublikationen, zum Beispiel zur Revolutionsikonografie, zur christlichen Kunst oder auch zur politischen Ikonografie. Eine Richtung der Kunstgeschichte, die seit Martin Warnke eine sehr wichtige Rolle gespielt hat und heute auch immer noch spielt. Panofsky und vor ihm Warburg haben aber die Ikonografie nicht ganz eigenständig erfunden. Sie haben sie letztlich weiterentwickelt, beziehungsweise haben sie für den Wissenschaftsdiskurs salonfähig gemacht. Der Begriff ist deutlich älter, also Ikonografie, Ikonologie findet man schon früher. Man findet auch die Unterscheidung von Ikonografie und Ikonologie, das wissen viele nicht, vor Panofsky. Aber es ist dann doch so, dass teilweise hier noch anderes darunter verstanden worden ist. Schon im 16. Jahrhundert, frühen 17. Jahrhundert findet man von Cesare Ripa die sogenannte Ikonologia, also eine lexikalische Beschreibung der Personifikationen mit Attributen für Dichter, Maler und Bildhauer. Das richtete sich also an Künstler, an Literaten, damit sie bei der Darstellung von Personifikationen, also von Verkörperungen, oftmals abstrakter Vorstellungen, auf die richtigen Attribute zurückgreifen. Ich gehe das nicht im Einzelnen durch. Ich weise nur noch auf zwei Aspekte hin. Schon im 19. Jahrhundert findet man bei von Radowitz und Helmsdörfer christliche Ikonografie, also einmal eine Ikonografie der Heiligen und einmal christliche Kunstsymbolik und Ikonografie. Und schließlich 1928 bei Hogewerf in L'Iconographie son importance pour l'étude systématique de l'art chrétien. Also hier geht es auch um die christliche Kunst, die Bedeutung der Ikonologie für eine für ein systematisches Studium. Hier findet man die Unterscheidung, dass Ikonografie sich vor allem mit analytischer und vergleichender Beschreibung befasse, Ikonologie eher auf die Frage der Interpretation dessen, was man beschrieben hat, abzielt. Das ist etwas, was Panofsky dann weiterführen wird. Ja, gehen wir zu Panofsky, bei dem ich Ihnen hier einfach zwei Aspekte, zwei Begrifflichkeiten, zwei Konzepte vorstellen möchte. Zunächst einmal der Begriff des Disguised Symbolism, wie er in seinem Buch Early Netherlandish Painting, Sie sehen, das war auf Englisch verfasst, es ist sehr spät, erst vor einigen Jahren ins Deutsche übertragen worden. Da gibt es einige bekannte Beispiele, die er bringt und auch Gegenüberstellungen, die er bringt, an denen er sein Schema des Disguised Symbolism, also frei übersetzt des versteckten oder verborgenen Symbolismus, erklärt. Und das möchte ich Ihnen jetzt anhand einiger Zitate deutlich machen, was er damit meint. Für den Bereich der mittelalterlichen Kunst zeige ich Ihnen hier eine Buchmalerei aus dem 13. Jahrhundert, dem Zeitalter der Yolande de Soissons. Und Sie sehen, es ist hier in einer stark stilisierten Szenerie eine Kreuzigungsszene zu sehen mit der Jungfrau Maria, aber auch, und das sollte Ihnen schon zu denken geben, mit Moses, der ja nun in dem Kontext nicht viel zu tun hat. Und das ist etwas, was dann auch Panofskys interessieren wird, auf dem Kreuz, an dem Christus hängt, befindet sich ein Pelikan, der seine Jungen mit eigenem Blut nährt. Und auch das kann einem Betrachter, einer Betrachterin, die in der Thematik nicht sehr vertraut sind, merkwürdig erscheinen. Hier geht es Panofsky darum, dass wir hier eine Kunst haben, die ganz offen mit Symbolen arbeitet, der es also nicht um eine Wahrscheinlichkeit oder gar um eine illusionistische Realitäts
Evokation geht. Das ist also kein Bild, bei dem man denken soll, ach, hier öffnet sich ein Fenster zur Wirklichkeit oder hier blicke ich in ein Szenario, wie es vor meinen Augen erscheinen könnte, sondern es ist eine Darstellung, die auf Symbolik abzielt, sogar auf eine offensichtliche Symbolik. Panofsky schreibt hier, ich zitiere, eine nicht perspektivische und nicht naturalistische Kunst, die weder die Einheit des Ortes noch die der Zeit beachtet, also Moses ist hier auch dabei, keine Einheit der biblisch-historischen Zeit, ist imstande, Symbole ohne jede Rücksicht auf empirische Wahrscheinlichkeit oder gar Möglichkeit zu verwenden. In hochmittelalterlichen Darstellungen konnten Personen aus tiefster Vergangenheit oder fernster Zukunft die Bühne der Zeit oder genauer der Zeitlichkeit mit Gestalten der unmittelbaren Gegenwart teilen. Gegenstände, die gemeinhin als Symbole akzeptiert und als solche auch klar erkennbar waren, konnten sich mit tatsächlichen Gebäuden, Pflanzen oder Gerätschaften mischen, und zwar auf ein und derselben Ebene der Wirklichkeit oder auch Unwirklichkeit. Und der Pelikan hier ist eines der vielen Christus-Symbole, der eben nicht jetzt hier sich, man darf sich jetzt das nicht so vorstellen, dass der da tatsächlich sitzt, sondern das ist eine symbolische Verknüpfung, die durch die räumliche Nähe hergestellt wird. Gehen wir einen Schritt weiter in die flämische Malerei des 14. Jahrhunderts. Also wir gehen ein Jahrhundert weiter und Sie sehen hier eine Darstellung mit einer Verkündigungsszene, in der Maria in diesem Vorbau sitzt und gerade mit der Lektüre beschäftigt ist. Und hier kommt der Engel Gabriel auch mit dem Spruchband und bringt ihr eben die Nachricht, verkündet die Nachricht, dass sie Christus gebären wird. Und das Ganze in einer Szenerie, die uns heute mit unserem heutigen Blick, wir kennen sozusagen die Zentralperspektive der Renaissance und deren Folgen, das Ganze in einer Szenerie, die architektonisch für uns etwas verschoben, nicht einheitlich aussieht. Was nun aber hier Panofsky interessiert, sind symbolische Elemente, wie hier, das ist ein sehr bekanntes Symbol, die Lilie als Symbol der Reinheit und somit als Symbol Mariens. Diese Lilie, die ist ja doch etwas ostentativ vor den Augen des Betrachters positioniert worden. Hier geht es also darum, wie sich eine symbolische Bildsprache mit einem ansteigenden Bedürfnis im weitesten Sinne realistisch zu malen, natürlich realistisch nicht im Sinne des 19. Jahrhunderts, Courbet etc., sondern in einer Malweise, die sich sozusagen immer stärker dem Wirklichkeitseindruck und einer Wirklichkeitsannäherung und Aneignung verschrieben hat. Wir zitieren nochmal Panofsky. Er schreibt, zweifellos stellt eine derartig umfassende Heiligung der sichtbaren Welt den modernen Betrachter, den Kunsthistoriker eingeschlossen, vor ernsthafte Probleme. Wenn jede gewöhnliche Pflanze, jedes Architekturdetail, jedes Gerät oder jedes Möbelstück als Metapher zu begreifen wäre, mit der Konsequenz, dass sämtliche Formen, die dazu bestimmt waren, eine symbolische Vorstellung zu vermitteln, als gewöhnliche Pflanze, Architekturdetail, Gerät oder Möbelstück auftreten konnten, so besteht keine Gewissheit mehr darüber, wo die allgemeine metaphorische Umgestaltung der Natur aufhört und wo die tatsächliche besondere Symbolik beginnt. Tatsächlich hätte klein geschrieben werden müssen. Solange die Prinzipien der verkleideten Symbolik, das ist also das Geist-Symbolism, noch nicht zur Perfektion ausgereift waren, verhilft gerade die Uneinheitlichkeit der Ergebnisse zu einer einigermaßen sicheren Deutung. Und hier mit Melchior Brüderlam haben Sie ein Werk, das nun im Denken Panofskys eine gewisse Uneinheitlichkeit aufweist und eben zum Beispiel diese Lilie, die hier so ein bisschen gar überdeutlich vor uns positioniert worden ist, die kann man hier relativ leicht noch als Symbol erkennen. Warum sollte sie sonst so hier mitten
im Raum bzw. unpraktisch vor dem Gebäude herumstehen. Und schwierig, und damit wären wir nun bei einem Werk angekommen, das auch wie kein zweites für die Darstellung des Prinzips des Geist-Symbolismus steht. Hier wären wir bei den alten Niederländern, also der Meister von Flemal und dem berühmten Merode-Altar, der heute in New York aufbewahrt wird, bei einer Kunst, bei der nun die Annäherung an die Realität zumindest für die Verhältnisse dieser Zeit, Sie sehen hier schon so etwas wie Zentralperspektive, auch wenn es keine mathematisch durchkonstruierte Zentralperspektive ist, bei der also die Malerei so stark schon die virtuos es versteht, einen dreidimensionalen Wirklichkeitseindruck zu erzeugen, dass sich einzelne Elemente des Bildes, Objekte, wie hier nochmal die berühmten Lilien im Bildmittelgrund auf dem Tisch, nur noch dem Kenner, nur noch dem ikonografisch Bewanderten als Symbol deuten lassen. Panofsky würde also sagen, wir sind hier in einer Malerei, auch in einem visuellen Regime, könnte man sagen, in dem so sehr auf Wirklichkeitseffekte, auf Realitätseffekte abgezielt wird, dass die Symbole immer mehr versteckt in diesem Wirklichkeitseindruck zu sein scheinen und es sehr viel Kenntnis braucht, also Bewandertheit, eine Symbolkenntnis, ein ikonografisches Wissen, um überhaupt noch entscheiden zu können, handelt es sich hier einfach nur um eine Lilie in einer Vase oder ist das ein Reinheitssymbol? Und KunsthistorikerInnen haben nun an diesem Werk demonstriert, das ist also wirklich ein Demonstrationsobjekt auch dieser ganzen Wissenschaft, dass nahezu jeder Gegenstand hier symbolisch konnotiert ist. Also die Kerze, der Kupferkessel etc., alles Symbole, die, ohne dass wir die jetzt im Einzelnen interpretieren, das Geschehen hier begleiten, auf Christus verweisen etc. Auch hier habe ich wieder ein Zitat, das das Ganze nochmal sehr viel klarer zusammenfasst, als ich das hier konnte. Und das ist auch der unglaubliche Gabe von Panofsky, komplexe Zusammenhänge in sehr klarer, sehr rationaler Sprache darstellen zu können. Er schreibt, je mehr die Maler an der Entdeckung und Wiedergabe der sichtbaren Welt Gefallen fanden, desto stärker verspürten sie die Notwendigkeit, sie in allen ihren Einzelheiten mit Bedeutung zu erfüllen. Im Merode-Altar desselben Meisters steht das Gefäß mit den Lilien jedoch völlig ungezwungen auf dem Tisch und wir wüssten um seine Symbolbedeutung nicht aus unzähligen anderen Verkündigungsdaten. Und wüssten wir um seine Symbolbedeutung nicht aus unzähligen anderen Verkündigungsdarstellungen, so ließe dieses eine Bild keinesfalls den Schluss zu, dass es sich hier um mehr als ein hübsches Stilllebenmotiv handelt. Unsicher ist hingegen, in welchem Ausmaß auch die übrigen Gegenstände im Bild, die ihrerseits wie hübsche Stilllebenmotive aussehen, von symbolischer Bedeutung sind. Ich fürchte, für dieses Problem gibt es keine andere Lösung, als von den historischen Methoden möglichst sinnvollen, vom gesunden Menschenverstand kontrollierten Gebrauch zu machen. Ich schiebe hier kurz ein, der Common Sense, der spielt hier eine wichtige Rolle. Also immer wieder auch das Abgleichen der Interpretationstätigkeit mit dem, was noch rational, aber auch intuitiv vertretbar ist für die Interpretation und was sozusagen über die Interpretation hinausschießen würde. Also das wird dann auch gleich noch im zweiten Teil zu Panofsky eine wichtige Rolle spielen. Wir müssen uns fragen, schreibt Panofsky weiter, ob die symbolische Bedeutung eines bestimmten Motivs das Ergebnis einer verbürgten Darstellungstradition ist. Entschuldigen Sie die
Tippfehler, Klammer auf, wie es bei den Lilien der Fall ist, Klammer zu, oder eben nicht. Wir müssen uns weiter fragen, ob eine symbolische Deutung ihre Rechtfertigung aus gesicherten Texten bezieht oder mit Vorstellungen übereinstimmt, die für die Zeit nachweisbar sind und mit denen die Künstler vermutlich vertraut waren oder eben nicht. Also auch hier immer wieder dieses Abwägen zwischen zu zögerlicher Interpretation und dem, was man häufig als Überinterpretation versteht. Also Panofsky möchte keineswegs, und das ist ja so eine Klischeevorstellung, die der Ikonografie immer wieder vorgeworfen ist, Panofsky möchte keineswegs zu einer Kunstgeschichte kommen, die in jedem noch so kleinen Detail alles Mögliche hineinsieht, sondern man muss sich immer auch fragen, was ist wahrscheinlich und was ist unwahrscheinlich. Und das ist eigentlich schon ein guter Übergang, um Panofskys Interpretationsschema, wie er es in den 1930er Jahren in seinem berühmten Aufsatz Ikonographie und Ikonologie formuliert hat, sich ein wenig anzuschauen. Dieser Text Ikonographie und Ikonologie gehört wahrscheinlich zu den meistgelesenen, aber auch viel kritisierten Texten der Kunstgeschichte, weil er in denkbar klarer, didaktisch nachvollziehbarer Sprache den Vorgang der ikonografischen und ikonologischen Interpretation beschreibt. So, man kann ihn auch sehr leicht finden als PDF im Internet, so, dass man auch als Erstsemester ihn gut verstehen kann und zunächst einmal in dieses Denken hineinkommt. Und dann in einem zweiten Schritt auch über dieses etwas didaktische Schema hinausgeht. Panofsky liefert darin auch sehr klare Definitionen dessen, was Ikonographie macht, ist und was Ikonologie ist. Er schreibt, die Ikonographie ist der Zweig der Kunstgeschichte, der sich mit dem Sujet, also dem Bildgegenstand oder der Bedeutung von Kunstwerken im Gegensatz zu ihrer Form beschäftigt. Da sehen Sie, dass er der älteren Generation von Kunsthistorikern, die also gar nicht so viel älter waren, aber hier vor allem der Vätergeneration, also Alois Riegel in Österreich und in Deutschland, der hat aber auch in der Schweiz gelehrt, Heinrich Wölflin, der 1915 seine kunstgeschichtlichen Grundbegriffe veröffentlicht hat und der eben für die Formanalyse, die Stilanalyse stand. Und man sieht hier, dass Panofsky sehr geschickt, also man könnte sagen wissenschaftspolitisch geschickt hier sich selbst und seine Forschungsrichtung abgrenzt gegenüber der Stil- und Formanalyse. Und das ist insofern auch von Bedeutung, weil erst durch die Stil- und Formanalyse die Kunstgeschichte als Fach eigentlich zu sich selbst geführt hat. Die Entwicklung der Form- und Stilanalyse, vielleicht mache ich da noch mal ein anderes Video dazu, koinzidiert mit der Institutionalisierung der Kunstgeschichte und ihrem ersten auch gesellschaftlich breiten Erfolg, dass sozusagen das nicht nur ein Orchideenfach war in der Zeit des frühen 20. Jahrhunderts, sondern sehr breit auch rezipiert worden ist. Es gab volle Hörsäle bei Wölflin vor allem und hiervon grenzt sich aber Panofsky sehr bewusst ab. Das Wort selbst, Ikonographie, wie gesagt, gab es schon vorher, setzt sich zusammen aus griechisch Graphein, das Schreiben, Logos, die Lehre, also Logos dann für die Ikonologie und Icon ist natürlich das Bild. Ich gehe nochmal kurz zurück, also die Ikonographie, die Lehre, beziehungsweise das Schreiben, was damit gemeint ist, erkläre ich gleich noch von Bildern. Hier ist also gemeint im Sinne von Niederschreiben oder einen Katalog von Motiven erstmal anfertigen und Ikonologie, die Lehre von den Bildern,
so Icon, das Bild, Logos, die Lehre. Das wäre dann die interpretative Methode, die über das reine Niederschreiben der Motive hinausgeht. Sehr berühmt fängt Panofskis Text mit einem Alltagsbeispiel an. Und auch das meine ich, wenn ich davon spreche, dass Panofsky didaktisch sehr geschickt war und sich auch durchaus an jüngere Leserinnen und Leser gerichtet hat. Wir sehen ihn hier nochmal links, fängt nicht mit den hohen Künsten an, die den Betrachter, die Betrachterin vor schwierige Interpretationsprobleme stellen, sondern er beginnt mit der denkbar alltäglichen Situation, dass zwei Männer sich auf der Straße begrüßen. Und ich habe Ihnen ja dieses etwas obskure Bild hier einfach so aus dem Internet gefischt, eingeblendet, weil er mit etwas beginnt, was heute eigentlich schon völlig aus der Mode ist, nämlich die zwei Männer lüpfen ihren Hut, um sich zu grüßen. Jetzt sind wir in der Corona-Pandemie, da darf man sowieso maximal noch einen Ellbogen-Check machen, aber auch davor hat keiner mehr, weil keiner mehr Hüte trägt oder wenige Hüte tragen im Alltag. Man lüpft also nicht mehr den Hut, wenn man sich trifft, sondern man gibt sich die Hand oder umarmt sich oder so. Hier ist es aber eben diese Geste des Hutlüpfens, durch die das Grüßen zweier Männer auf der Straße als Alltagsbeispiel hergenommen wird. Und an dem demonstriert Panofsky, und darum geht es jetzt, einen Schritt, eine Abfolge von interpretativen Stufen, die sozusagen auch für sein Modell der Kunstanalyse dann stehen, aber das in einem zweiten Schritt. Dieses Grüßen zweier Männer auf der Straße wird für ihn, könnte man jetzt etwas abstrakter formulieren, ein Beispiel, ein Exempel, als Exempel gewählt, um eine Art Allegorie des Verstehensprozesses in der Kunstgeschichte zu verdeutlichen. Ein Verstehensprozess, der in vier Stufen abläuft. Und hier führt er auch schon seine Begriffe ein. Er versucht sozusagen ganz bewusst, dieses Alltagsbeispiel seltsam zu machen und einen wissenschaftlichen Blick darauf zu werfen, der sozusagen dieses ganz alltägliche Beispiel dann auch zu einem Analyseobjekt werden lässt. Er sagt, um die sogenannte Tatsachenbedeutung dieser Szene zu erfassen, braucht es einfach praktische Erfahrung als Voraussetzung. Ich muss also erkennen, das sind zwei Männer und die heben hier ihren Hut. Dann brauche ich, um die, was er Ausdrucksbedeutung nennt, erfassen zu können, brauche ich Einfühlung, schreibt er, in die psychologischen Nuancen der als Voraussetzung. Das macht also für ihn einen großen Unterschied, ob diese Männer sich freundlich grüßen oder ob sie dabei grimmig schauen, etc. Man muss also sozusagen etwas psychologisches Gespür haben, um das, was man hier sieht, deuten zu können. Und es geht ihm eben immer um das Deuten von einer Alltagsszene oder dann von Kunstwerken. Jetzt kommen wir schon in den Bereich, den er dann Ikonografie nennen wird. Er bezeichnet das auch als die sekundäre oder die konventionale Bedeutung, weil sie an Konventionen gebunden ist, um da nicht nur zwei Männer, die irgendwie ihren Hut lüpfen, zu sehen, sondern zu erkennen, dass es hier um mehr geht, muss ich Bräuche und kulturelle Traditionen kennen. Er kommt dann mit Beispielen, die uns heute in postkolonialen Zeiten sehr komisch vorkommen, wenn er, ich glaube, von irgendwelchen australischen Buschmännern spricht, die das nicht verstehen würden. Also er versucht sozusagen, das Ganze wie ein Ethnologe zu betrachten. Wie gesagt, wir lesen das heute mit einer gewissen Irritation. Gemeint ist aber, man muss wissen, dass im Abendland das Lüpfen des Hutes, also in einer westeuropäischen Kontext, das Lüpfen des Hutes für die Begrüßung steht, dass es hier also um eine kulturelle Tradition des Sich-Grüßens handelt.
Und schließlich, das wäre der vierte Schritt, und der entspräche dann nicht mehr der Ikonographie, sondern der Ikonologie. Das wäre die eigentliche Bedeutung oder der Gehalt, wie er schreibt, nicht ohne Pathos, wäre dann hier der Bereich, der enthüllen soll, was die Persönlichkeit dieser Figuren darstellt und ausmacht. Es geht also darum, beispielsweise eine solche Alltagsszenerie so zu interpretieren, dass sich darin das, wie er schreibt, geistige Porträt des Mannes zeigt in Zusammenhang mit unseren allgemeinen Informationen über seine Epoche, Nationalität, Klasse, intellektuelle Tradition und so fort. Also wir interpretieren diese zwei Männer und sehen in ihnen zwei Engländer aus der Zeit 1920, aus der Upper Class und so weiter und so fort. Hier sind wir also im Bereich der Ikonologie, die die Alltagsszene auf ihre ja geschichtlichen, aber eben auch symptomatischen kulturellen Bedeutungen hin befragt. Das ganze Schema, das ja hier haarklein uns darlegt, wird dann auf die Kunst übertragen, beispielsweise hier Leonardos Abendmahl. Und auch hier demonstriert er nochmal die Unterscheidung von Ikonographie und Ikonologie, ausgehend eben von seinem Alltagsbeispiel. Er schreibt, solange wir uns auf die Aussage beschränken, Leonardo da Vincis berühmtes Fresko zeige eine Gruppe von 13 Männern rings um eine Speisetafel. Und diese Gruppe von Männern stelle das letzte Abendmahl dar, das ist jetzt die Konvention, befassen wir uns mit dem Kunstwerk als solchem und wir interpretieren seine kompositionellen und ikonografischen Züge als seine eigenen Eigenschaften oder Merkmale. Und jetzt gehen wir zur Ikonologie. Suchen wir jedoch das Fresko als ein Dokument der Persönlichkeit Leonardos oder der Kultur der italienischen Renaissance oder einer bestimmten religiösen Einstellung zu verstehen, beschäftigen wir uns mit dem Kunstwerk als einem Symptom von etwas anderem, das sich in einer unabsehbaren Vielfalt anderer Symptome artikuliert. Ich setze hier ganz kurz in Klammern, Sie sehen, er ist noch von einem freudschen Denken hier beeinflusst, wenn er immer wieder auf diese Symptome abzielt. Für ihn war aber auch Ernst Cassirer und dessen Theorie der symbolischen Formen wichtig. Klammer zu. Und wir interpretieren seine kompositionellen und ikonografischen Züge als spezifische Zeugnisse für dieses andere. Die Entdeckung und die Interpretation dieser symbolischen Werte, soll das heißen, die dem Künstler selber häufig unbekannt sind und die sogar entschieden von dem abweichen können, was er bewusst auszudrücken suchte, nochmal ein Tippfehler, ist der Gegenstand dessen, was wir im Gegensatz zur Ikonografie Ikonologie nennen können. Die Ikonografie ist daher ebenso eine Beschreibung und Klassifizierung von Bildern, Graphein, wie die Ethnographie, da ist auch die Graphie drin, eine Beschreibung und Klassifizierung menschlicher Rassen ist. Sie ist eine begrenzte und gewissermaßen dienende Disziplin, die uns darüber informiert, wann und wo bestimmte Themen durch bestimmte Motive sichtbar gemacht wurden. Sie teilt uns mit, wann und wo der gekreuzigte Christus mit einem Lendentuch und mit einem langen Gewand bekleidet war, wann und wo er mit 4 oder mit 3 Nägeln ans Kreuz geschlagen war, wie die Tugenden und die Laster in verschiedenen Jahrhunderten und Umgebungen dargestellt wurden. Und er schlägt vor, das gute alte Wort Ikonologie überall dort wieder aufleben zu lassen, wo Ikonographie aus ihrer Isolierung geholt und mit anderen Methoden, der historischen, der psychologischen, der kritischen, welche auch immer, vereint wird. Methoden, die wir versuchsweise anwenden, um das Rätsel der Sphinx zu lösen. Denn wie das Suffix Graphein etwas, Graphie etwas Deskriptives bezeichnet, so benennt das Suffix Logie, abgeleitet von Logos, das Denken oder Vernunft bedeutet, etwas Interpretatorisches. Sie sehen also, dass er hier wirklich eine Stufenleiter der Interpretation aufbauen möchte, bei der zunächst die Herkunft eines Motivs ganz positivistisch geklärt wird, bevor man sich an die eigentliche Interpretation in kultureller, symptomatischer Weise einlässt.
in seinem Schema, wir machen das jetzt nicht allzu genau mehr, in seinem Schema geht Panofsky auch auf verschiedene Probleme und Möglichkeiten der Korrektur von ikonografischen und ikonologischen Methoden, Interpretationen ein. Beispielsweise, wenn er auf Sehkonventionen eingeht und künstlerische Konventionen eingeht, die einem unbedarften Betrachter, einer unbedarften Betrachterin auf den ersten Moment nicht einsichtig sein könnten. So beispielsweise hier das Christuskind, das hier als schwebend dargestellt wird, da darf man nicht denken, da fliegt hier ein Kind durch die Lüfte. Oder auch hier in dieser Manuskriptseite in der Buchmalerei, das müsste Jerusalem sein, das hier so auch nicht verstanden werden soll, dass es über den Köpfen hier schwebt, sondern das ist sozusagen eine symbolische Darstellung. Und es geht hier eben darum, sich immer wieder klarzumachen, etwa Mitte des Zitats, die Art und Weise, wie Gegenstände und Ereignisse unter wechselnden historischen Bedingungen durch Formen ausgedrückt werden. Und dazu braucht es die Stilgeschichte, der die praktische Erfahrung, die sozusagen an die Seite der praktischen Erfahrung als berichtigendes Prinzip tritt. Und Sie sehen auch hier wieder, wie geschickt und auch listig Panofsky argumentiert, wenn die Stilgeschichte, die ja das große, eine der großen Methoden der Kunstgeschichte ist, hier nun in sein Schema eingegliedert wird als eine der Korrekturmöglichkeiten seines eigenen Schemas. Also da ist er auch sehr gewitzt und sehr strategisch in seinem Schreiben. Bei aller Klarheit ist er doch auch ein sehr listiger Autor. Er bringt weitere Beispiele der möglichen Fehlinterpretation im Bereich der ikonografischen Beschreibung. Auch das mache ich jetzt nicht mehr ganz genau. Etwa Unklarheiten, ob hier eine Salome mit dem Kopf des Johannes dargestellt wird, wobei aber dann das Schwert nicht passen würde, oder eine Judith mit dem Haupt des Holofernes. Da spricht aber dagegen, dass der Kopf des Holofernes ausdrücklich in einen Sack gesteckt wurde. Und hier ist es dann die Typengeschichte, also die Darstellungstradition, die als Vergewisserungsinstanz dienen soll. Es gab im 17. Jahrhundert in Deutschland und Norditalien einen Typus Judith mit Schüssel. Und somit wird klar, dass dieses Bild von Maffei eine Judith mit dem Haupt des Holofernes darstellt. Das Ganze kulminiert dann in diesem berühmten Schema, das nochmal deutlich macht, wie systematisch, wie rational sich, also wie rational Panofsky vorgeht, wie systematisch er vorgeht, aber auch wie rational und schrittweise er sich die Interpretation vorstellt. Er unterscheidet, wenn wir hier in die zweite Spalte gehen, also die vorikonografische Beschreibung, am Beispiel von Leonardo, eine Reihe von Männern bei einem Essen in einem Raum, von der ikonografischen Analyse. Wir finden heraus durch die Kenntnis literarischer Quellen, dass es sich hier um das letzte Abendmahl handelt. Und er geht weiter zur ikonologischen Interpretation, für die man, wie er schreibt, synthetische Intuition braucht, und wir erkennen darin ein Hauptwerk der italienischen Hochrenaissance oder den Ausdruck von Leonardos Schönheitsvorstellungen oder den Inbegriff der renaissancistischen Historienmalerei, die in Albertis Konzept der Historia, also der narrativen Ausgestaltung einer Sequenz, einer Handlungssequenz ihren Höhepunkt hat. Und er verdeutlicht eben auch die verschiedenen Korrekturprinzipien, die es braucht, die Stilgeschichte, die uns davor bewahrt, die Gegenstände, die wir sehen oder die Figuren, die wir sehen, falsch einzuschätzen, die Typengeschichte für die ikonografische Analyse und das, was er etwas
esoterisch fast als Geschichte kultureller Symptome oder Symbole beschreibt. Er schreibt hier die Einsicht in die Art und Weise, wie unter wechselnden historischen Bedingungen wesentliche Tendenzen des menschlichen Geistes durch bestimmte Themen und Vorstellungen ausgedrückt wurden. Das ist für ihn also das Korrekturprinzip für eine ikonologische Interpretation, die möglicherweise überspannt wäre oder über ihr Ziel hinausschießt. Ja, er schreibt in Bezug auf die ikonologische Interpretation, und Sie sehen, wie genau ich diesen Text jetzt auch lese, weil ich denke, nur durch die genaue Lektüre wird einem deutlich, was hier gemeint ist. Um diese Prinzipien zu erfassen, benötigen wir eine geistige Fähigkeit, die derjenigen eines Diagnostikers vergleichbar ist. Also auch hier wieder der Querverweis auf die Medizin oder auf die Psychoanalyse vielleicht sogar. Eine Fähigkeit, die ich nicht besser beschreiben kann als durch den ziemlich in Misskredit geratenen Ausdruck synthetische Intuition. Das Korrektiv ist hier das, was ich hingeschrieben habe, beziehungsweise was wir in der vorigen Folie schon gesehen haben, die Einsicht in die Art und Weise, wie unter wechselnden historischen Bedingungen die Tendenzen des menschlichen Geistes ausgedrückt worden sind. Und hier, ich gehe nochmal ganz kurz zurück, fällt auch der Name Ernst Cassirer, der Philosoph Ernst Cassirer und dessen Symboltheorie, die für ihn eine wichtige, Referenzfigur war. Ich beschließe diesen kleinen Durchgang durch Panofskis Ikonografie mit zwei Kritiken und verweise dann nur auf die Alternativmethode von Abi Warburg, die in einem anderen, also im nachfolgenden Video dann genauer beschrieben wird, nämlich die zwei großen Kunsthistoriker, bekannten Kunsthistoriker Oslo Pecht, verstorben schon, Oskar Betschmann, der weiterhin schreibt und veröffentlicht. Und beide haben sehr fundamentale und auch sehr bedenkenswerte Einwände gegen das Schema von Panofsky vorgebracht. Einwände, die auch uns deutlich werden, wie eine, zumindest bei Betschmann dann, eine schon bildwissenschaftlich denkende Kunstgeschichte mit dieser starken Logos- und Textzentrierung von Panofsky Probleme haben wird. Pecht schreibt 1977, dass es paradox sei, zu einer Zeit, in der die moderne Tiefenpsychologie das Reich des Unbewussten und Unterbewussten ins Blickfeld des wissenschaftlich Erforschbaren gerückt hat, man sich krampfhaft bemüht, die hervorragendsten bildkünstlerischen Schöpfungen zu visuellen Einkleidungen von Philosophemen, zu Ideogrammen, zu Symbolisierungen reiner Sinngehalte zu reduzieren. Das ist nun eine Kritik, die wohl weniger Panofsky direkt betrifft und trifft, sondern wahrscheinlich eher auf die vielen Nachfolgerinnen und Nachfolger Panofskys gemünzt sind, die häufig, das ist sozusagen immer so, wenn ein Paradigma besonders erfolgreich ist, die dazu neigen, dann in jedem Symbol sozusagen die Verkörperung eines abstrakten Gehalts, eines Philosophie, häufig neoplatonischen Zuschnitts erkannt zu haben oder in der dann sozusagen fast rebusartig die Bilder durchexerziert werden, was bedeutet dieser Kürbis, was bedeutet dieses Glas und so weiter und so fort. Dagegen wehrt er sich. Und da ist Kritik angebracht, seiner Meinung. 1987 hat Oskar Betschmann in der Einführung in die kunstgeschichtliche Hermeneutik eine weitere Kritik geäußert. Und Sie sehen, das sind auch schon wieder ältere Kritiken. Das hat auch wohl damit zu tun, dass sozusagen die Hochphase der Diskussion von Panofskys Schema sicherlich schon vorbei ist. Heute ist die Kunstgeschichte mit anderen Fragen beschäftigt, sodass wir das auch schon letztlich aus einer historisch-kritischen Perspektive sehen. Aber es ist nicht ganz unähnlich zu dem, was Otto Pecht kritisiert hat, denn auch für Betschmann behandle die Ikonografie Kunst als einen uneigentlichen Modus der Sprache.
Sie versuche also, könnte man sagen, immer wieder Bilder in Texte rückzuführen, einerseits ganz bewusst und vordergründig, indem gefragt wird, welche Quelle steht eigentlich hinter diesem und jenem Motiv, welche Bibelstelle, welche Heiligenlegende etc. Aber auch auf einer abstrakten Weise wurde immer wieder gesagt, die Ikonografie und Ikonologie misstraue dem Bild, sie misstraue dem Visuellen, dem Ästhetischen, der Materialität und versuche sozusagen diesen unsicheren Bereich der visuellen Erscheinungen dadurch zu bändigen, dass sie sich auf den Bereich der Sprache, auf den Bereich der sprachlich vermittelten Quellen zurückziehe und auch versucht, das Bild sozusagen in Sprache rückzuübersetzen. Und da, glaube ich, trifft Betschmann einen sehr interessanten Punkt, wenn er schreibt, solange Kunsthistorikerinnen der, Zitat, Metaphorik von Sehen als Lesen, von Bildern als Texten nachhängen, haben wir diese Aufgabe, nämlich uns so zu verändern, dass wir nicht mehr das Bild unter die Sprache stellen, noch nicht geleistet. Wenn wir von Lesen und Text sprechen, haben wir die Unterordnung des Bildes unter die Sprache anerkannt. Zitat Ende. Das ist nun sehr hellsichtig, was hier Betschmann schreibt, eine Vorwegnahme des Forschungsprogramms, das dann die bildwissenschaftlichen Ansätze, also Iconic und Pictorial Turn, ab den 90er Jahren auch wissenschaftspolitisch sehr erfolgreich durchgesetzt haben, als es eben darum ging, die Eigendynamik des Bildes und der bildlichen Sprache, und schon jetzt sind wir wieder in dieser Metaphorik, zur Geltung zu bringen und auch wissenschaftlich zu analysieren. Vor allem Gottfried Böhm hat sich neben vielen anderen darum bemüht, zu analysieren, wie Bilder Sinn erzeugen, wie sie Macht über uns ausüben, wie sie etwas uns zeigen, vor Augen stellen. Wie kann man solche Prozesse analysieren, ohne immer wieder vom Lesen des Bildes, von der Sprache des Bildes zu sprechen? Was ist also die genuin visuelle Ausdrucksmöglichkeit des Bildes, der, das wäre jetzt die Kritik, die Ikonologie oft auch ein Stück weit misstraut hat? Und ein solches Denken in Bildern und auch ein Nachdenken über die Macht der Bilder, die Macht, die sie über uns ausüben und der man vielleicht nur analysierend, reflektierend begegnen kann. Das ist etwas, was Abi Warburgs Projekt, das eben historisch früher gelagert ist, das Abi Warburgs Projekt auszeichnet. Das aber werden wir uns dann gemeinsam anschauen in einem anderen Video, das folgt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich weiß, Methodik ist manchmal eine etwas trockene Materie, aber für die, die es bis zum Schluss durchgehalten haben, hoffe ich doch, dass es vielleicht auch Sie ein bisschen zum Nachdenken über das, was KunsthistorikerInnen so machen, angeregt hat. Vielen Dank und vielleicht bis zum nächsten Video.